Wir fangen an mit Calcium Phosphoricum. Calcium Phosphoricum ist ein absolute Medikament für die Pubertätsschwierigkeiten. Die Schwierigkeiten bei Pubertätalter anfangen. Ob es Migräne ist, ob es mit hysterischem Verhalten zu tun hat, begann mit Pubertät, geht es dann später, wenn sie auch selber Mama ist, oder zu tun hat mit Sehstörungen, Sehschwäche, Migräne, Haarausfall und nie richtig aufgehört. Dann wurde sie mit 32 schwanger. Von Pubertät an hat sie immer wieder phasenweise verloren. Phasenweise. Und dann mit 32 ist sie fast grau, ganzen Kopf und verliert. Das ist zu früh, die Haare grauen, sehr schnell, zu früh. Und Haarausfall. Oder allgemein, bei Pubertätalter ging es los mit Schmerzen. Zuerst ist es geheißen Wachstumsschmerzen. Aber im Prinzip waren sie so eine Mischmasch zwischen Wachstumsschmerzen und rheumatischen Schmerzen. Das sind Rheuma gefährdet oder Polyarthritis gefährdet bei jungen Leuten. Und Sie wissen, habe ich einmal erwähnt, wie gefährlich Polyarthritis ist bei jungen Leuten. Viel gefährlicher, als wenn es in älteren Leuten kommt. Sie sehen diese Leute jung, 30, 35, fast gestorben mit der Krankheit. Oder sie sind am Rollstuhl, verkrümmt, gesamten Körper. Das ist die Art, das im Pubertätalter begann. Denke man an Calcium Phosphoricum. Knochenschwäche, Haltungsprobleme, Rückenschmerzen, alles mit Pubertätalter. So, wenn unsere Bücher schreiben von Pulsatilla oder von Arsen oder von Lachesis oder von Cyclamen oder von Calcium Phosphoricum, Pubertätaltermitteln, dann bedeutet, die erste große Störung im Gesundheitsbereich beginnt bei Pubertät. Danach, wie Steine in meiner Mauer, ging es nie gut. Die eine, die andere, als für alles. Wir wissen von Calcium Phosphoricum, von Typ her, von Aussehen, sie sind klassisch tuberkulare Körper haben, groß gewachsen, lang gewachsen. Man merkt, dass sie zu wenig Muskeln haben, zu wenig Fett rund um sich. Aber eine enorme, die ausgeprägt ist, was uns zum Denken gibt, so eine Schwäche, müde, aber so ein Unruhe. Wieso kannst du so viel bewegen? Wie kannst du so viel bewegen, wenn du so müde bist? Wenn sie so ein Gefühl haben, dann denkt man an Arsen, dann denkt man an Jodum. Arsenicum Jodatum, Ferum Jodatum, das sind Medikamente, wo müde, aber trotzdem sehr beweglich. Sie können keine Ruhe finden. So wie Calcium Phosphoricum. Dann gibt es, klassisch habe ich gesprochen, groß gewachsen wie Tuberkulinum, wie Phosphor, so. Aber dann gibt es auch die andere Art von Calcium Phosphoricum. Zum Beispiel behinderte Menschen, so mit Behinderung. Und wie man sagt im Französisch, petit, die sind klein, fein, schlank, klein aber. Nicht so groß, aber ganz schlank. Schlank ist typisch. Man kann Rippen zählen. Man hat das Gefühl, alles ist wie abgeblockt. Sie kann nicht
wachsen groß, aber auch nicht rund, sie ist ganz klein. Wie sagt man, ganz kleines Bubeli oder ganz kleines Metalli. Aber ganz einfach feines. Ganz feine, dünne, schlanke Finger. So, das Calciumphosphorid. Man hat das Gefühl, man muss sehr vorsichtig heben, sonst ist wie fragil. Zerbricht. Das Calciumphosphorid. So, nicht unbedingt die große, lange Menschen sehen, sondern auch die feine, aber die kleine. Gelblich aussehend, von Gesicht macht man Gefühl wie Leber oder etwas stimmt nicht mit diesen Menschen, ist tiefer. Und allerlei Mängel, so Magnesium, die Kalk sowieso und die Zink auch und Ferrum, alles fehlt. Und dann hört man, dass sie eine Liste von Sachen nehmen, Supplement. Aber es ist nach dem Supplement, dass sie immer noch Mangel haben. Dann haben sie noch eine Rubrik Assimilationsprobleme, das nicht aufnehmen können. Und wenn diese Leute wachsen, die Patienten sind sie gewachsen, sie sind jetzt 16, 17, man merkt, es ist langsam eine Jammertante. Es ist ein schwieriger Typ für sich, es ist ein schwieriger Typ für den anderen, weil einmal gibt es Schwierigkeit, einfach zu bleiben. Es geht nicht weg. Es ist so leicht verletzt, leicht beleidigt. Da sieht man wieder eine Gespalten, die rein normalerweise sieht man Empfindlichkeit, die Überempfindlichkeit ist auch mit Feinheiten zu tun. Bedeutet, sie können auch sehr intelligent sein. Bedeutet, so feinfühlig, intelligent auch. Calcium phosphoricum. Sehr leicht verletzt, empfindlich, überempfindlich, aber gar nicht so intelligent. Oder eher umgekehrt dumm. Lernunfähig. Schwer zum Lernen. Behinderungen, langsam lernen können, mehrmals wiederholen. Immer wieder wiederholen, denn irgendwo vierte, fünfte, sechste, siebte Mal, denn sie haben kapiert. Ja. Wie lange es blieb, ist anders, aber kapiert. Es ist schwer, die alltägliche Dinge, wieso hat sie mich so gesagt, verletzt ihr? Wieso ist es so passiert, beleidigt? Ist es auch so wie Natmus? Natmus sind so empfindlich, aber Natmus sind im Studium, im Lernen, im Mathematik oder im Kalkulieren gar nicht so begabt. Vergleich viele Menschen Natmus mit Barium. Feinfühlig, das ist anders. Die Malerei, es kann auch geben, eine Künstlerin, eine Malerin, nie eine Schule gegangen, keine Kunstschule, nicht einmal eine Primarschule, aber ist sie weltberühmt. Kreativität, das mit ihrer Seele zu tun hat, geht. Aber was belangt Bücher und die Text und die Kalkulation, ist die Null. Natmur. Das ist die natürliche Feinfühligkeit. Der kreative Teil hat Calcium phosphoricum nicht.